Sie kamen zahlreich, prominente und hochdekorierte, zum zackigen letzten Gruß an die zweite Heimat. Mit Gleichschritt und hochpolierter Uniform sagte die Royal Air Force ihrem östlichsten Stützpunkt Adieu. Augen geradeaus und stillgestanden, korrektes Präsentieren des Gewehrs vor einer Front wohlbehüteter Damen, die mit ihren Herren nun versetzt werden, an den Niederrhein oder zurück auf die Insel. Inspizieren durch Air Marshal Wilson, sein Smalltalk mit der Truppe militärisch korrekt und kurz. Und dann wieder präsentieren, marschieren, zum letzten Mal in Gütersloh. Nun, ich habe gemischte Gefühle. Ich bin sehr traurig, Deutschland zu verlassen. Für mich persönlich und auch für die Royal Air Force, dass sie Gütersloh verlässt, denn es ist ein wunderbarer Standort. Wir alle haben sehr schöne Erinnerungen. Ich bin stolz auf die Umstände, die es uns erlauben, hier abzuziehen. Während vor dem Offizierscasino schwere Wagen vorfahren und sich die Befehlshaber zum Lunch einfinden, gibt es viele Reaktionen der Nachbarn auf den Abzug der 2600 Air Force-Soldaten. Ja, wir sind als erstes mal froh, dass Ruhe ist, weil der Lärm, der war hier ja doch teilweise nicht mehr auszuhalten. Ich bin auch selbst mal im Hubschrauber mitgeflogen. Sie waren uns auch sehr angetan, aufgeschlossen. Das ist eigentlich blödsinnig. Wir haben kein Feindbild großartig mehr und das bisschen, was wir hier, was hier bringen soll, ist eigentlich sinnvoll, dass es wegkommt. Ich finde das toll. Und vor allem wird es ruhiger in Gütersloh. Und darauf freuen wir uns alle. Und damit die Gütersloher wissen, was sie demnächst nicht vermissen, gab es heute erneut Starts und Landungen verschiedener Kampfbombertypen.